nicht, Oma. Tja, hier ist es leider auch nicht. Wo kann es denn bloß sein? Wenn ich das Strickmuster nicht finde, dann wird Opas Pulli nicht fertig. Warte mal. Ach, da habe ich schon nachgesehen, Theo. Ja, ja, aber hier noch nicht, Oma. Tada, gefunden. Das hast du aber gut gemacht. Ich lege meine Strickmuster immer in einen Umschlag. Was ist das? Oh, das ist gar kein Strickmuster, Oma, sondern ein altes Buch. Ja, ja, genau, du hast recht. Wie mag das dahin geraten sein? Sing das Zebra. Hey, wir sehen uns ein bisschen ähnlich. Oh ja, das ist wahr. Hier geht's um einen kleinen Zebrajungen, der Zing heißt. Und Zing entdeckt tief in der Erde unter seinem Garten eine geheimnisvolle Stadt. Wow, das ist ja echt spannend. Das kannst du gern behalten. Es hat bestimmt mal Papa gehört, als er klein war. Vielen Dank, Oma. Aber dein Strickmuster haben wir immer noch nicht gefunden. Suchen wir weiter. Da ist es ja. Wirklich gut gemacht, Theo. Tja, wahrscheinlich ist es mir dort aus Versehen runtergefallen. Oder vielleicht Opa. Jetzt gehe ich in mein Zimmer und lese das Buch. Ja, mach das, mein Junge. Hey, wo ist denn die letzte Seite? Etwa rausgefallen? Nein, nein, da ist sie nicht, Pock. Ob vielleicht zwei Seiten zusammenkleben? Nein. Was ist denn? Nein, Pock. Hier ist sie leider auch nicht. Ich will aber wissen, was mit Zing passiert ist. Ach ja? Wer ist denn Zing? Außerdem würde ich gern erfahren, was du da unten eigentlich tust. Ich habe ein Buch von Oma, in dem es um Zing, den Zebrajungen, geht. Aber die letzte Seite ist weg. Ach, das ist ja schade. Ich werde dir beim Suchen helfen. Danke, Mama. Na, sucht ihr beide etwas? Ja, in deinem alten Buch Zing, das Zebra, fehlt die letzte Seite. Das ist aber nicht meins. Ich habe dieses Buch noch nie gesehen. Deins hättest du doch sofort erkannt. Dein Dad erinnert sich an all seine Bücher. Ja, das ist wahr. Also da wäre zum Beispiel Zacharias, das Zebra, das seine Streifen verlor. Und Zoltan, der König. Und dann noch... Wenn du sie jetzt alle aufzählen willst, werden wir hier noch ewig rumstehen. Ja, genau. Du hast ja so recht. Also hier ist die Seite auf keinen Fall, Theo. Vielleicht ist unsichtbare Tinte benutzt worden auf unsichtbarem Papier. Jetzt werde ich nie erfahren, was mit Zing passiert ist. Was ist denn? Wir suchen die letzte Seite aus diesem Buch. Zing, das Zebra. Zing, das Zebra? Also ich denke, dass ich dieses Buch noch nie gesehen habe. Ich will aber unbedingt wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Wir können ja mal nachsehen, ob wir das Buch im Internet finden. Komm, wir probieren es mal. So, bitte, Theo, sieh nach, ob du was findest. Zing, das Zebra. Oh. Ach, schade. Gib doch einfach mal den Namen des Autors ein. CBD Sola. Oh, klappt nicht. Das ist ja sehr bedauerlich. Sicher ist das eine spannende Geschichte. Hey! Vielleicht kann man dieses Buch hier bei Mr. Zoe bekommen. Eine gute Idee. Versuchen wir es. Mr. Zoe hat ja in seinem Laden alles Mögliche. Das wird Mrs. Zolly sein. Sie wollte noch vorbeikommen. Hallo? Hallo, guten Tag. Ich hatte Ihnen doch neulich eine Lavendelpflanze versprochen. Sie riecht wundervoll. Dankeschön. Na, Theo, was machst du so? Wie geht's dir? Eigentlich geht's mir ganz gut. Danke. Eine Frage, Mrs. Zolly. Kennen Sie Zing, das Zebra? Nein, noch nie gehört. Tut mir leid. Das ist ein Buch. In meinem fehlt leider die letzte Seite. Vielleicht kann man das Buch hier bei Mr. Zoe kaufen. Na, das passt ja zeitlich ganz perfekt, Theo. Ich wollte nämlich gerade zu Mr. Zoe. Lass uns doch zusammen gehen. Oh ja, gern. Hallo, Mr. Zoe. Schönen guten Tag, Theo. Hallo, Mrs. Zolly. Was kann ich denn heute für Sie tun? Hallo, Mr. Zoe. Ich möchte gerne 2 Dosen Erbsenpüree haben. Ich esse doch so gern Erbsenpüree und Chips.
2 Dosen Erbsenpüree. Ist das alles? Mr. Zoe, haben Sie vielleicht dieses Buch hier? Sing das Zebra. Oh, Ein gewisser CBD Zola hat das geschrieben. Ich kann aber leider gar nichts über ihn rausfinden. Als ob er sich ganz einfach in Luft aufgelöst hätte. Ah, ich verstehe. Dummerweise kann ich dir überhaupt nicht helfen. Ich habe von diesem Schriftsteller schon mal gehört, aber das ist furchtbar lang her. Da muss ich dich wohl enttäuschen. Ich habe dieses Buch nicht auf Lager. Aber ich habe hier andere Bücher. Ich kann dir gern eins schenken. Danke, Mr. Zoe, aber eigentlich möchte ich nur Zing das Zebra haben. Das Gefühl kenne ich. Manchmal hängt man sein Herz an etwas ganz Bestimmtes. Hier ist das Geld, Mr. Zoe. Oh, sogar passend. Danke, Mrs. Zolly. Na komm, mein Junge. Dein Buch ist leider nicht da. Dann bringe ich dich jetzt nach Hause. Okay. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ich wüsste so gern, wie die Geschichte ausgeht. Das werden wir schon noch rauskriegen, Theo. Wir werden so lange rumfragen, bis wir jemanden finden, der das Ende kennt. Das hört sich gut an, Opa. Na dann komm, verschwenden wir keine Zeit. Es scheint niemanden zu geben, der etwas über Zing weiß. Und wir haben doch alle gefragt. Opa, komm mit. Uroma hat doch jede Menge alte Zeitungsartikel. Sie könnte uns doch helfen. Gute Idee, Theo. Dann fragen wir sie mal. Na komm. Tja, also, hier steht nichts über ihn. Du hast hier echt sehr viele alte Zeitungsartikel. Du könntest glatt eine Bücherei aufmachen. Oh, ja, das könnte ich wirklich, Theo. Aber ich will sie hier bei mir haben, damit ich sie mir immer ansehen kann. Oh, was ist das denn? Hey, das Buch auf dem Bild sieht aus wie Zing das Zebra. Das ist ja auch Zing das Zebra. Und da steht, dass der Mann auf dem Foto CBD Zola ist, der Autor von Zing das Zebra. Und weißt du was? Er kommt mir so bekannt vor. Mr. Das Zoe, ist doch Mr. oder? Zoe. Oh, das ist ja unglaublich. Ja, das ist er. Er war ein sehr gut aussehender junger Mann. Dann hat also Mr. Zoe das Buch Zing das Zebra geschrieben. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Vor einigen Jahren habe ich den Zeitungsartikel ausgeschnitten, gleich nachdem ich das Buch gekauft hatte. Heißt das, du hast diesen Artikel nur aus Zufall gefunden? Aber warum hat denn Mr. Zoe nicht gesagt, dass er das Buch geschrieben hat? Das werden wir ihn jetzt einfach fragen. Wow, Mann, Papa, du hast wirklich ein Buch geschrieben? Das wusste ich ja gar nicht. Ach, zack, das ist doch alles schon so lange her und ich hab damit... Aber warum haben Sie denn vorhin, als ich nach dem Buch gefragt habe, nicht gesagt, dass Zing von Ihnen ist? Weißt du, das Buch hat sich einfach nicht so gut verkauft. Ich wusste, dass ich vom Bücherschreiben nicht leben kann. Also legte ich meinen Künstlernamen CBD Zola ab. Und machte diesen Laden auf. Ja, und hier haben wir uns kennengelernt. Dann hat diese ganze Sache doch was Gutes. Aber Mr. Zoe, die Geschichte mit Zing ist doch toll. Wieso hat die denn niemand gekauft? Das hat einfach daran gelegen, dass nicht richtig Werbung gemacht wurde. Und damals gab es ja auch noch kein Internet. Aber ich kann mich nicht beklagen. Ich bin hier in meinem Laden sehr glücklich. Und soll ich dir jetzt mal etwas sagen? Gleich wirst du auch glücklich sein. Vielen Dank, Mr. Zoe. Was ist das denn? Oh, Wahnsinn! Das ist ja Zing das Zebra! Ja, das Buch ist die erste Ausgabe, die jemals gedruckt worden ist. Da steht, dass Zing in die geheimnisvolle Stadt zurückkommen konnte, wann immer er wollte. Ja, genau, Theo. Ich dachte, so würde es Zing am besten gefallen. Das Buch muss unbedingt wieder gedruckt werden. Das ist doch echt toll. Ja, das finde ich auch. Lass es uns drucken. Bitte! Ja, nur ein paar Ausgaben für die Familie und die Freunde. Tja, also ich denke darüber nach. So eine tolle Geschichte habe ich schon lange nicht mehr gelesen, Mr. Zoe. Zum Glück ist Zing das Zebra noch mal neu rausgekommen. Ich danke dir, Theo. Jetzt bin ich auch total froh darüber. Alle mal lächeln. Hä?